heute zeige ich Ihnen eine schnelle Senfsoße, nicht irgendeine Senfsoße, eine rote Senfsoße. Ich habe das Öl schon erhitzt. Wir fangen an mit Zwiebelwürfeln. Geben die Zwiebelwürfel in das heiße Öl rein. Und dann diese ein wenig anschwitzen. Wir können dazugeben schon gleich etwas Zucker und Salz. Schwitzen das so lange an, bis die Zwiebeln glasig sind. Als nächsten Schritt kommt, dass wir die Zwiebeln mit Weißwein ablöschen. Das stark köcheln lassen, den Weißwein ein bisschen reduzieren lassen. Nach dem Weißwein geben wir jetzt Senf hinzu, ganz normaler Senf, mittelscharf, und rühren dieses unter. Lassen das immer bei mittlerer Hitze mitkochen, sodass wir unsere Senfkomponente schon einmal drin haben. Wenn wir das ein wenig verrührt haben und ein wenig mitkochen, füllen wir das Ganze auf mit ein wenig Milch und Sahne. Das habe ich hier schon zusammengefügt. Somit ist die Senfsoße auch schon ein bisschen cremig. Wir werden das Ganze verrühren, ganz kurz aufkochen lassen. Jetzt werden wir die Senfsoße etwas pürieren, sodass die Zwiebelwürfel auch schön klein und zerhackt sind. So, damit das auch alles garantiert klumpenfrei ist und wir eine schöne Soße auf dem Teller haben, geben wir das Ganze jetzt noch durch ein Sieb. Und lassen es kurz weiter aufköcheln. Jetzt kommen wir schon zum vorletzten Teil. Wir werden uns die Senfsoße ein wenig abbinden. Dafür kann man neben Speisestärke Mehlschwitze kann man dafür nehmen. Ich benutze heute Maizena. Maizena ist eine Maisstärke. Vorteil daran ist, dass die glutenfrei ist, quasi dann alles ohne Mehl, alles aus Mais. So, Maizena wird wie Stärke kalt angerührt und in die kochende Flüssigkeit gegeben. Je nach Belieben werden wir uns das abbinden. Hierbei ist relativ wichtig, binden Sie das ruhig etwas stärker ab, sodass es fast Pudding-ähnlich ist, also noch nicht ganz Pudding-ähnlich, weil wir da jetzt noch die rote Beete dazugeben. Rote Beete in Form vom Saft geben wir jetzt zu der Senfsoße dazu, bis wir eine schöne rote Farbe haben und eine schöne Soßenkonsistenz. Hierbei kann natürlich gespielt werden. So, damit Sie sich nicht wundern, dass der Senf nicht mehr nach Senf schmeckt, sondern nach rote Beete, ist in dem Fall nicht so. Erstens dadurch, dass der Senf viel aromatischer ist, viel, viel schärfer ist als die rote Beete. Rote Beete dient jetzt einfach nur so ein bisschen als Geschmacksunterstützung und als Farbgebung. Wir werden jetzt hier aber noch, damit sie unsere Soße noch ein bisschen pfeffert, noch ein bisschen Dijon-Senf nehmen. Dijon-Senf ist ein leicht auch süßlicher Senf und nochmal ein sehr kräftiger Senf mit einer schönen groben Körnung. Diesen geben wir jetzt hier zum Schluss noch mit ein. Somit haben wir eine schöne Farbe, eine schöne Konsistenz. Man kann erahnen, dass wir Senf hier drin haben. Somit wäre unsere Senfsoße fertig, ganz schnell und einfach, senfig und aromatisch. Abschmecken kann man das Ganze noch mit ein bisschen Weißwein, mit Zitrone, mit Salz natürlich, mit grobem Pfeffer, je nach Lust und Laune. Ich empfehle einfach, natürlich zu bleiben mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Weißwein finde ich immer ganz gut, weil es noch viel Säure enthält und aromatisch bleibt. Somit können wir die Soße abfüllen. Gereicht kann die Senfsoße am besten zu Fisch. Das ist ein hervorragender Begleiter zu sämtlichen Fischarten, egal ob gekocht, gebraten, pochiert, gedämpft, sonstiges. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de